So, ich befinde mich jetzt hier im Manuelsgotten und ich begrüße ganz herzlich Herr Reinhard Grätz. Alle Arbeiten in den Gotten waren schwer und dies hier ist eine typische Arbeitsstelle, an der auch unser Schleifer, der als Wächter hier tätig ist, noch arbeitet, oft stundenlang am Tag. Er lebt mit dem Rücken gegen dieses Brett. Er schützt seine Beine durch solche alten, sicher auch schmutzigen Beinschützer aus Holz und Gummi. Damit steuert er aber auch das Werkstück, das er in Händen hält. Und das ist heute meist ein sehr großes Messer. Ja, hier steht unser alter Diesel. Das war nach dem Wasserrad und nach der Dampfmaschine die dritte Energiestufe hier im Gotten. 1934 eingesetzt, 1980 das letzte Mal gelaufen. Danach dachte jeder, der lässt sich nicht mehr anmachen. Aber unsere Tüftler im Verein haben das dennoch geschafft. Und der Diesel lässt sich probehalber anstellen. Mit Druckluft geht das. Wir haben auch festgestellt, dass der Dieselmotor kein Schrott war, sondern dass es nur noch einen Motor dieser Art in Deutschland gibt und dass es also ein Museumsstück ist, das einen gewissen Wert hat. Ja, der Besucher kann erst einen Blick auf die Geschichte Kronenbergs ab 800 werfen und parallel dazu einen Blick auf die Geschichte des Kottens, die natürlich viel später einsetzte, weil der Kotten in einem kleinen Tal steht, in dem eben erst vor etwa 300 Jahren eine kleine Besiedlung stattfand. Daneben ist das typische Produkt des Mittelalters in Kronenberg. Kronenberg hatte ja das berühmte Sensenprivileg hier vom Fürsten verliehen bekommen. Und da sind verschiedene Arten von Sensen. Leider ist darunter bisher keine, die in Kronenberg selbst gefertigt worden ist. Das ist ein Mangel, der den Verein sehr ärgert. Und da auf dem Tisch haben wir dann im Augenblick weitere Sensen akquiriert. Und wir denken, dass wir dann wirklich auch einmal eine echt Kronenberger Sense. Denn Kronenberg war über Jahrhunderte der Sensenort im deutschen Raum. Dass wir die da auch hinhängen können. Ja, und dann haben wir eine Vielzahl von Werkstücken, etwa 250. Wir haben mehr gesammelt, aber die sind in Kisten, in unseren Schränken.